vorne gucken. Da hinten nach McDonalds sind wir dann da immer in dieser Kurve von den Nachbarkorn, ne? Sind wir doch immer zu dem Baum gegangen und haben Sonne angeschrieben. Warum? Wie haben wir das mit dir gemacht? Mit mir? Nee, wenn wir falls wir irgendwas hatten, dann können wir die Sonne anschreiben. Ah, okay. Weißt du es nicht mehr? Alles cool. Mhm. Da meine Bewohner diesen Podcast auch hören, ich stehe gerade an der Stelle, wo wir Sonne gucken waren. Merkwürdig, sonderbar, oder? Podcast ist wieder da. Ja, es gibt einige Orte, an die müssen wir vielleicht nicht zurückkehren oder Situationen, die müssen wir nicht nochmal erleben. Aber wir wissen immer noch, dass sie sehr schön waren. Wenn ich da so an verschiedene denke und dann innerlich große Freude empfinde, wieso ist das eigentlich so? Sonne gucken. Mit einigen jüngeren Bewohnern ging ich am Wochenende Sonne gucken. Später sprachen sie mich darauf an, Papa, wir können ja noch mal Sonne gucken. Also wir waren zuerst im Schwimmbad, dann ein Essen im Restaurant und dann Sonne gucken. Mir selbst gefielen eigentlich immer nur Verabredungen mit Menschen, die sich wegen sich selbst getroffen haben. Treffen in einem Unterhaltungspark haben mir nie gefallen oder auch Spielenachmittage, weil man dann eben so sehr mit dem Angebot beschäftigt ist. Sonne gucken? Ja. Es gibt wohl viele Beobachtungen, die wir machen können um uns herum. Lebensbeschäftigungen, die für uns als normale Routine in unseren Lebensbetrachtungen eingezogen sind. Ja, man macht es halt so. Aber Sonne gucken gehört wohl nicht dazu, oder? Die letzten zwei Tage stand etwas auf meinem Date-Kalender, aber ich bin überhaupt nicht zur Umsetzung gekommen. Stattdessen kam spontan eine Dorfbewohnerin bei mir vorbei und ich konnte sie einladen, bei mir in der Laube zu sitzen. Wir sprachen auch darüber, wie leicht man das Leben verpassen kann. Aber eben andersrum nämlich. Darüber, was es alles Tolles gibt, was wir alles erleben und erlebt haben. Als sie gegangen war, beim Reingehen, fielen mir die Gemüseabfälle auf und die Fressnäpfe unserer Katzen. Ich reinigte die Fressstation, und brachte die Gartenäpfel raus. So. Zeitlich würde jetzt zwar noch das Date auf meinem Kalender umsetzbar sein, aber es trudelten gerade die Hausbewohner ein und ein Mitmensch hat Priorität. Währenddessen meine Hausbewohner sich füreinander Zeit nahmen, sah ich, wie über dem Biotop die Sonne langsam unterging. Ich war wieder angelangt an dem Punkt und tat Sonne gucken. Zu sonderbar, zu merkwürdig, oder? Nö.